Wir sind gespannt. Auf dem mittlerweile weltberühmten Tahrirplatz in Kairo kommen immer wieder tausende Menschen zusammen, um gegen den regierenden Militärrat zu demonstrieren. Große Teile der ägyptischen Öffentlichkeit, insbesondere die Jugend, sind unzufrieden mit der Entwicklung seit Mubaraks Sturz. Den Streitkräften wird vorgeworfen, Mubaraks alte Seilschaften an der Macht zu halten. Vor einiger Zeit begannen die Parlamentswahlen. Der Ausgang ist jedoch ungewiss. Auch Antje Thiersch aus Sachsen ist häufig auf dem Tahrirplatz anzutreffen. Sie hat den Ausbruch der Revolution miterlebt. Kairo, 7 Uhr morgens. Das Taxi von Antje Thiersch schlängelt sich durch den morgendlichen Berufsverkehr. Heute geht es zum Glück. Hier ist gerade staufreie Zone. Sonst aber schleppen sich um diese Zeit lange Blechlawinen durch Kairos Straßen. Blockaden oder Demonstrationen scheint es auch nicht zu geben. Nach dramatischen Monaten ist es ruhiger geworden in Kairo vorerst. Die Dresdnerin Antje Thiersch ist auf Schulbesuchstour in Richtung Stadtrand von Kairo. Dort will sie die Sprachausbildung an einer deutschen Schule unter die Lupe nehmen. Das ist ihr Job hier in Ägypten seit reichlich 2 Jahren. Neue Schulen, von denen wir hier in Ägypten seit dem Ende der 90er Jahre einige haben, begleite ich beim Aufbau. Das heißt also, ich schaue, ob die Strukturen vorhanden sind, wie die Lehrer qualifiziert sind, ob die Rahmenbedingungen sich erfüllen, berate die Schulleitungen und Kollegen. Die neue deutsche Privatschule am Rande von Kairo, eine von 8 deutschen Schulen in Ägypten. Sie finanziert sich über Schulgebühren. Chef hier ist Dirk Thurmann. Der lebt auch in Kairo und er stammt aus Sachsen-Anhalt. Mehr als 360 Schüler gehen inzwischen auf seine Schule. Die meisten sind Ägypter aus wohlhabenden Mittelschichtfamilien, aber es gibt auch deutsche und Schweizer Kinder. Unterrichtssprache, ganz klar, ist Deutsch. Heute besucht Antje Thiersch die 6. Klasse, Chemieunterricht. Was Zitronensäure und Äpfel miteinander verbindet, lernen die Jungen und Mädchen gerade. Ganz viel Vitamin C drin ist, nämlich der höchste Gehalt von dem Vitamin C. Na? Deswegen wird der Apfel nicht braun. Bestandteil, ja. Was steckt denn da drin? Die promovierte Dresdner Pädagogin will herausfinden, ob die Schüler die deutschen Fachwörter wirklich verstehen oder ob sie nur so tun. Lehrer aus Deutschland, die an eine deutsche Schule kommen, die unterrichten zum Teil wie in Deutschland. Und das funktioniert natürlich nicht. Sie müssen sensibilisiert werden, immer wieder, dass sie es mit nicht muttersprachlichen Kindern zu tun haben. Und jedes Wort für sie ein Fremdwort ist. Und jedes Wort gelernt und wiederholt und geübt und trainiert werden muss. Und das ist meine Aufgabe, auch mal von außen den Blick zu werfen. Und in der Regel sind die Lehrer und auch die Schulleitung sehr dankbar, dass ich komme. Gut ausgebildetes deutsches Lehrpersonal ist hier sehr gefragt, denn... Wer hätte das gedacht? Deutsche Schulen in Ägypten boomen. Rund 230 deutsche Lehrer unterrichten inzwischen im Land am Nil. Einige Pädagogen auch an dieser Schule kommen aus Sachsen und Sachsen-Anhalt. Aus Mitteldeutschland übrigens stammt auch dieser schicke Adventskranz. Den hat der Schulleiter extra aus Sachsen einfliegen lassen. Als die 5. Klassen ihre Weihnachtsbäume eifrig schmücken, ist Antje Thiersch längst wieder auf dem Rückweg in ihr Büro im Stadtteil Samalek, abseits.